Moin liebe MyProtein Family, heute in dem Video geht es um das Thema Lean Bulk, fettfreie Muskelmasse aufbauen. Also wenn es euch interessiert, abonniert den Kanal und lasst schon mal einen Like da. Okay, aber jetzt geht's erstmal los. Zunächst ist ja allen bekannt, dass wenn wir Muskelmasse aufbauen möchten, erstmal in einen Kalorienüberschuss gehen müssen. Das heißt, wir müssen mehr essen, ne, als wir verbrennen, um einfach genau Konsistenz zu haben für den Muskelaufbau, dass da was passieren kann. Jetzt ist uns allen so ein bisschen bewusst oder vielleicht vor Augen, wie Bodybuilder das machen. Ja, ihr kennt Wettkampf-Bodybuilder, wo halt so ein Masseaufbau oder so ein Bulk eigentlich auch oftmals irgendwie im Social Media gezeigt wird. Das heißt, die machen eine Wettkampfphase, machen eine knallharte Diät, essen sehr sauber Hähnchen, Brokkoli und Reis. Und dann gibt es halt oft die Phasen nach dem Wettkampf, ne? Bestenfalls ist es im Winter, wo man auch nicht draußen bei dem schönen Wetter irgendwie im Tanktop rumläuft. Und dann nehmen sie extrem zu, um halt eine gewisse Konsistenz an Muskelmasse wieder aufzubauen, um dann wieder runter zu shredden für den nächsten Wettkampf. Ne? So einen sogenannten Dirty Bulk, da hauen sich dann vor allem auch Junkfood rein, Sachen, die sie vielleicht gerade in der Diät, in der Vorbereitungsphase nicht essen durften. Dann hat man ja auch so Cravings danach, dass man das essen darf, was man jetzt lange nicht durfte. Und dann sieht man oft, dass sie sich Burger reinfahren, Donuts, Süßigkeiten, Schokolade, Kuchen. Und über diesen Überschuss sehen die dann natürlich auch im Winter sehr, sehr aufgeschwommen auf. Jetzt ist die Frage, muss man das so machen? Und viele machen ja auch keinen Wettkampf und viele haben ja auch vielleicht den Anspruch, das ganze Jahr über relativ ästhetisch auszusehen. Also nicht jeder möchte ja irgendwie wie so ein Schwamm aufgehen und sich dann auch unwohl fühlen in dieser Phase. Ne? Vor allem habt ihr auch meistens wahrscheinlich keinen Wettkampf vor Augen, dass es nicht notwendig ist, auf einmal diese Cravings, also das Gefühl zu haben, sowas essen zu müssen. Ich glaube, jeder kann das ja von euch auch ein bisschen besser koordinieren, ob man mal ein bisschen was an Süßigkeiten isst. Also jeder muss jetzt nicht so einen Dirty Bulk machen und ob von heute auf morgen nur noch Süßigkeiten fressen. Ne? Dementsprechend gehen wir mal darauf ein, welche Möglichkeiten wir haben, so einen Dirty Bulk zu umgehen, um relativ lean Muskelmasse aufzubauen mit einem leichten Überschuss, um sich trotzdem wohl und leistungsfähig zu fühlen. Lean Bulk, also ein relativ cleaner Aufbau, ist in dem Fall auch irgendwo der gesündere Weg, weil beim Dirty Bulk, wenn wir jetzt alles in uns hereinstopfen, wir fühlen uns nicht gut, unsere Blutwerte sind nicht besonders. Es kann natürlich auch sein, dass wir schnell zunehmen, also auch Dehnungsstreifen bekommen. Und einfach die Vitalität ist nicht gegeben. Jeder kennt das vielleicht auch, wenn er mal ein bisschen zu viel drauf hat an Körperfett, dass man einen schlechten Schlaf zum Beispiel, eine schlechte Regeneration hat oder auch im Training nicht so motiviert ist, weil man keine Adern sieht, sich vielleicht auch selbst nicht toll findet und dementsprechend auch so ein bisschen runtergezogen wird von der eigenen Optik. Okay, die erste Sache, die wir hinzuziehen können beim Lean Bulk, ist Cardiotraining. Welchen Vorteil hat Cardiotraining jetzt auch im Aufbau? Ganz klar, die Blutzirkulation wird angeregt, das heißt unser Abtransport von Dingen, die der Körper jetzt nicht braucht, funktioniert besser, also von Schadstoffen zum Beispiel, und dadurch kommen auch die Nährstoffe besser zur Muskulatur. Das heißt, in dem Fall Cardiotraining unterstützt die Insulinsensitivität, das heißt die Muskulatur wird viel mehr befördert und auch repariert mit den Nährstoffen, die du zu dir nimmst, die werden dann nicht einfach nur als Fett abgelagert. Ja? Das ist ein Vorteil von Cardio, dass die Insulinsensitivität hochgeht. Zudem sollte man hier natürlich beachten, dass LISS, also Low Intensity Steady State, der richtige Weg ist bei einem gemäßigten Puls. Das heißt, wir kommen auch hier eher in einen Bereich der Fettverbrennung. Wir haben ja verschiedene Energiereserven, den Glykogenspeicher zunächst, und wenn wir halt LISS sozusagen mit dazu nehmen, kommen wir auch eher in die Lipolyse, also dass der Körper auch Fettreserven hier für die Verbrennung hinzuzieht. Das heißt, wenn wir in einem leichten Überschuss sind, ne, mit ein bisschen Cardio, kommt es eher dazu, dass der Körper nicht Nährstoffe oder Kalorien als Fett abspeichert, sondern viel effektiver für die Muskulatur nutzen kann. Ja, also Cardio, gemäßigtes Cardio, in dem Sinn meine ich eher so eine Art langes Spazierengehen. Gemäßigt auf dem Laufband bei 7-8 km/h. Ganz, ganz entspannt joggen. Da geht es nicht darum, HIIT zu machen. Das ist ungefähr genau das Gegenteil, wo man rennt und wie ein Bekloppter auch natürlich dann Adaption hat, die gegenwirkend zum Krafttraining sind. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir, wenn wir Krafttraining machen, die Regeneration gegeben haben und deswegen auch das Cardiotraining gemäßigt halten. Darum geht's. Der nächste Punkt, der entscheidend ist, und da muss ich zunächst euch erstmal zustimmen, wenn ihr jetzt denkt, okay, Cardio, ich darf keine Burger essen, keine ungesunden Sachen, wie soll ich denn auf meine Kalorien kommen? Ich muss doch irgendwie 3.500, 4.000 Kalorien essen, damit ich überhaupt in diesen Überschuss komme. Ich bin ein schlechter Esser, wenn ich jetzt nicht mein Eis, meine Donuts, meinen Kuchen esse, dann komme ich doch nie in den Überschuss. Gebe ich euch zunächst recht, aber ist es jetzt die Lösung, sich mit Süßigkeiten, mit Zucker vollzustopfen? Ich denke nicht. Dementsprechend gibt es natürlich auch hier Möglichkeiten für Leute, die schlecht essen können. Und hier gibt es das Thema Nahrungsergänzung. Es gibt tatsächlich Supplements, die so aufgebaut sind,
dass ihr wichtige Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe bekommt, hochwertiges Eiweiß und trotzdem eine gewisse Kalorienbombe habt. Es gibt Weight Gainer, es gibt Oats, also zum Beispiel auch Haferflocken, die man sich perfekt in den Shake mit reinhauen kann. Und so kann man mit nur einem Shake locker mal auf 500 bis 800 Kalorien kommen und kann damit zum Beispiel eine Pizza oder einen Burger ersetzen, hat aber Nährstoffe, die der Körper für die Vitalität und für die Muskulatur gebrauchen kann und nicht einfach nur Zucker und Fett. Dementsprechend kann man natürlich, wenn man ein schlechter Esser ist, einen Weight Gainer oder Supplements super für den Masseaufbau hinzuziehen. Ganz entscheidend ist natürlich auch die Aufnahme von Eiweiß. So, ne, wenn wir jetzt natürlich einen Junkfood-Dirty-Bulk machen, dann, ich kann euch ein Lied davon singen, ich esse auch gerne mal eine Pizza, aber dann bist du komplett satt, du isst ein oder zwei Pizzen, das kann ja mal passieren, oder ein bisschen Pasta noch. Trotz allem fehlt dir das Eiweiß. Ne? Wenn du nur Kohlenhydrate zu dir nimmst und Fette, und oftmals sind ja Junkfoods nicht so aufgebaut, dass du einen hohen Proteinanteil hast, dann hast du ein Problem. Dementsprechend immer sicherstellen, dass A in der Ernährung genug Eiweiß vorhanden ist. Und ansonsten kann man natürlich auch mit einem Shake, ne, ob das jetzt ein Weight Gainer ist, aber auch ein normales Whey Protein, ein paar Kalorien zu sich nehmen, die in dem Fall lean sind, weil wir natürlich hier einfach das Eiweißgehalt und wir sollten ja mindestens 1,5 Gramm pro Kilo Körpergewicht haben, decken können. Der letzte Punkt, der eigentlich relativ entscheidend ist, dadurch, dass du jetzt ein höheres Energielevel hast, du hast ja mehr Kalorien, also mehr Power für dein Training. Dementsprechend solltest du auch die Energie wirklich nutzen. Versuch, deine Progression im Training wirklich sicherzustellen, dass du versuchst, auch dich zu steigern, höhere Gewichte anzufassen oder auch neue Trainingsmethodiken ausprobieren. Ja, jetzt ist ganz wichtig, nutze die Energie, die du auch über die Ernährung hast, dafür, um deine Muskeln stärker zu machen. Ne? Wirklich die Energie verwenden für den Muskelaufbau und dementsprechend auch im Training mehr Vollgas geben, um dir ja neue Trainingsziele setzen zu können. Der Riesenvorteil einfach an dem Kalorienüberschuss, den du jetzt hast, ist einfach, dass du im Training mehr Leistung bringen kannst und einfach auch immer neue Trainingsmethodik mit reinziehen kannst. Supersätze, Dropsets, versuch dich einfach ein bisschen aus, versuch einfach neue Reize in dein Training zu setzen, um den Muskel neu zu schocken, neu zu reizen, damit er sich anpassen muss. Durch diese Reize hast du natürlich auch hier im Masseaufbau dann die Möglichkeit, nicht nur Masse, sondern wirklich auch Muskeln aufzubauen, weil du dein Training viel intensiver gestalten kannst. Am Ende kann man sagen, ein Bulk muss kein Dirty Bulk sein. Ihr könnt relativ clean Muskeln aufbauen, auch natürlich bei der Wahl der Lebensmittel immer darauf achten, eine gewisse Kaloriendichte zu haben. Es gibt Sachen wie zum Beispiel Nüsse, die haben auf eine kleine Handvoll echt Kalorien. Da muss man sich nicht gleich den Burger oder die Pizza reinfahren. Es gibt wirklich Möglichkeiten, wenn man darauf achtet, ein bisschen Cardio hinzuziehen, auch immer wieder so ein bisschen in den Spiegel gucken, auch einfach mal auf die Waage sich stellen, dass die Entwicklung natürlich nicht zu schnell ist. Das Defizit am Anfang nicht zu hoch wählen, vielleicht 300 bis 500 Kilokalorien und einfach ein bisschen kontrollieren und nicht eskalieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Dementsprechend bleibt dran, liebe MyProtein-Family. Ich würde mich freuen natürlich, wenn ihr das Video liked, vielleicht auch mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreibt, abonniert den Kanal. Ich bin raus, euer Görki. Ciao.